Hey, Hasso, sitz! Hi, was geht ab, Freunde? Ich bin Jonas und ich sitze hier mit einer Jacke. Warum sitze ich hier mit einer Jacke? Fragt ihr euch gerade singend. Ganz einfach, ich habe eben das Video schon angefangen, T-Shirt zu drehen, aber dann habe ich gesehen, dass meine Arme hier zu sehen waren. Und ich sah nicht nur aus wie der größte Lauch, sondern ich war auch einfach der größte Lauch. Und deswegen habe ich mir gedacht, zieh ich einfach eine Jacke an. Im Haus, in der Wohnung, alles klar. Hör mich ab nochmal, ey. Hier sind auch gefühlt irgendwie so plus 40 Grad im Raum, deswegen ist es besonders angenehm, eine Jacke zu tragen. Freunde, in diesem Video mache ich mal etwas wirklich sehr Innovatives. Also es ist bedeutend innovativer als zum Beispiel irgendwie mal Dinge, die zum Beispiel auch Concrafter mal gemacht hat. Hallo, mein Name ist Luca. In diesem Video geht es darum, dass ich ein Quiz beantworten werde, was über mich selbst geht. Der brennende Punkt ist, ich habe das Quiz eben mal kurz überflogen und es gibt einfach Dinge, die ich über mich selbst nicht weiß. What the fuck? Habe. Ja, jedenfalls dachte ich, ich will herausfinden, wie gut kenne ich eigentlich diesen Jonas, wie gut kenne ich den eigentlich. Und deswegen werde ich mit euch zusammen heute dieses Quiz hier machen. Deswegen bin ich heute nur zur Hälfte zu sehen und auf der anderen Hälfte ist dieses schöne Quiz hier. Ja, und im Grunde würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Gleichzeitig könnt ihr natürlich auch eine Menge über mich erfahren, was man ja auf jeden Fall tun will, oder? So, erste Frage, wie alt ist Jonas? Das ist jetzt relativ einfach, weil man muss gucken, das Quiz ist von Juni 2016 und da war ich tatsächlich noch 19, mittlerweile bin ich 20, also ein uralter Mann. Klicke ich hier mal einfach die 20 an und gehe zur nächsten Frage. Heute muss ich alles immer singen. Mit wem hat Jonas eine Australienreise gemacht? Fitti, Psycho, Dena. Es war definitiv Dena. Nein, Spaß, es war Psycho. Herr Dena, stell dir mal vor. Naja, nächste Frage. 3 von 10 und wir haben schon 2 richtig. Ja, ich meine, mein Gott, wir sind ziemlich gut dabei. Alles klar. Was hat er beim Erreichen seiner 1 Million Abonnenten gemacht? A. Einen Song geschrieben. B. Seinen Kanal gelöscht. C. Eine Pause mit YouTube. So, einen Song geschrieben wäre noch sehr cool. Seinen Kanal gelöscht wäre auch ein echt geiler Move einfach so. Ja, jetzt habe ich 1 Million. Jetzt lösche ich meinen Kanal. Alles klar. Jedenfalls, man, hier ist es so warm, ohne Witz, vielleicht ziehe ich die nochmal so an, aber man darf meine Arme nicht sehen, ja, so sieht es ziemlich gut aus. Auf jeden Fall habe ich damals dann einfach eine Pause mit YouTube gemacht. Ich dachte mir so, 1 Million, okay, erstmal eine Pause machen. Habe ich erstmal 3 Monate YouTube-Pause gemacht. Darf man sich auch mal gönnen nach der Zeit. So, jetzt die 4. Frage. Hat er einen Hund? Keine Ahnung, nein, ja. Finde ich auch so geil, diese keine Ahnung. Das ist so, okay, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ganz sicher, dieser Jonas, dieser komische Kerl, hat einen Hund. Yes. Nächste Frage. Ich glaube, bisher sind alle 4 Fragen richtig. Ich glaube, ich bin ziemlich gut dabei. Was trifft auf Jonas zu? Er war noch nie im Ausland, hatte die Australienreise. Er ist Vegetarier, er hasst Tiere. Ah, das ist gar nicht so leicht. Also faktisch bin ich kein Vegetarier mehr. Das war ich zu der Zeit auch nicht mehr. Aber das habe ich euch nie gesagt. Ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich habe von meinem 18. bis zu meinem 19. Lebensjahr habe ich ein Jahr nochmal probiert, vegetarisch zu leben. Also habe ich auch durchgezogen, hat auch funktioniert. Und dann habe ich dann noch irgendwie 1-2 Monate vegetarisch gelebt. Und dann habe ich aber gesagt, jetzt will ich erstmal wieder Fleisch essen. Das liegt auch daran, dass ich 5 Kilo Gewicht... Ja, ich kann nicht richtig reden. Das liegt auch daran, dass ich 5 Kilo Gewicht verloren habe. Ich bin halt sowieso schon relativ untergewichtig. Wobei mittlerweile geht's, seit ich Sport mache. Aber früher war ich halt echt hart untergewichtig. Deswegen habe ich wieder angefangen, Fleisch zu essen. Mittlerweile wiege ich auch schon fast wieder 10 Kilo mehr. Aber ja, ich war zu der Zeit wahrscheinlich Vegetarier. Ich laber zu viel, ich muss die Fragen mal beantworten. Wie heißt dein eigenes Lied? Zu viel Hass, Everyday Saturday oder Commit? Es ist Everyday Saturday. Wie heißt sein Kanal auf YouTube? Jonas, U von TV, M. Gut, wenn ich jetzt einen von den 3 auswählen dürfte, was so mein Favorit wäre, dann auf jeden Fall M. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so ein Name, den kann man sich einfach merken. Ja, sag mal, Jonas, wie heißt du eigentlich auf YouTube? Jetzt sag doch mal. Ja, hab ich doch schon gesagt. Hey, ich check dich nicht. Ich heiße, auf YouTube. Hä? Gut, jedenfalls warst du derzeit der Jonas. 7 von 10 Fragen, glaube ich, schon richtig. Wohnt er noch bei seinen Eltern? In Klammern Stand 3.6.2016. Ja, wenn das der Stand ist, dann muss man hier Nein machen. Das ist, da habe ich schon in Berlin gewohnt. Hier in meiner schönen, bescheidenen Wohnung. So, jetzt noch 2 Fragen, jetzt bin ich echt gespannt. Wie heißt dein Hund? Michel. Du, mein Hund heißt Michel. Dali oder Hasso? Hasso ist auch ein geiler Hundename. Hey, Hasso! Hasso! Ich heiße auf, ich heiße übrigens Dali, aber mein Hund heißt auch so. Ich habe den meinen Hund einfach nach mir benannt. Also Dali. So, letzte Frage. Welcher Kanal gehört zu Jonas? Jonas spielt, Jonas plays, Jonas plays. Achso, das ist einfach groß und klein schreiben. Okay. Es ist auf jeden Fall Jonas plays groß geschrieben in Caps Lock. Auswertung. An dich kommt keiner so schnell ran. Sie haben 9 von 10 Fragen richtig beantwortet. Warum denn 9 von 10 nur? 9 von 10? Ja, Freunde, das war jetzt ein kurzes, kompaktes Video. Sagt mir mal, ob ich nochmal so Quizze machen soll, weil auf testedich.de gibt es unendlich viele Quizze. Ich lese mal kurz Beispiele vor. Wie gut kennst du Joey's Jungle? Ich glaube schon ziemlich gut. Mark Thomas Quiz, auch das ist sehr spannend. IQ-Test. Ich schwöre, ich würde so rasieren. Ohne Witz, mein IQ ist mindestens 34. Oh, und es gibt Liebestests, zum Beispiel
Wie sexuell? Bin ich verliebt? Bin ich gut im Bett? Darf ich mal, bin ich gut im Bett? Wenn wir ganz kurz reinspringen. Bin ich gut im Bett? Möchte ich mal kurz wissen. Wie alt bist du? Aha, das sagt schon mal viel über mich aus. Ich bin 18 bis 25. Wie oft hattest du schon Sex? Ja gut. Leute, sagt mir mal, ob ich mit euch mal Sex haben soll. Dann Freunde, jetzt sag mal ehrlich, sagt mir mal, ob ich mal so ein Quiz nochmal machen soll. Schreibt es mir in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen nach oben für noch mehr Quizze. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Freunde.